Du bewegst dich auch weiter nach oben. Muss dich wieder aufladen. Mach das mal sonst da drüben. Das Schiff vergessen wir auch nicht. Wir haben noch hier in Südamerika nochmal eine Insel einzunehmen. So, wie schaut's aus? Die waren alle voll, genau. Zack, 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 zack. Und weiter und so fort. Einer. Ach, ist schon voll. Ja, guck mal an. Dann kannst du da weiter rein da und loslegen. Hier würde ich gerne wieder was verkaufen oder auflösen vielmehr. Geld wollen wir ja nicht ausgeben. Unnötiges. Allein weil halt unsere Ausgaben auch gerade so immens sind einfach. Ja, ich glaube. Du hast belagern wir weiter. Du gehst nach Thessaloniki. Worin stellen wir schon her? Sieht soweit ordentlich aus. Smolensk würde ich gerne mal. Ja gut, können wir gerade nicht ausbauen. Das geht einfach gerade nicht. Aber wir können mehr Truppen herstellen. Mal hier Kavallerie. Zack. Okay. Okay, okay. Und ich sehe da unten wieder eine Hexe neben Bran. Oder weiter links. Ach, komm schon. So viele Ketzer und so unterwegs. Unglaublich. Auch sehr viele ungarische Attentäter übrigens. Das fällt mir auch hier auf. Das stimmt keiner. Drei Attentäter sehe ich, ey. Wird eigentlich mal Zeit wieder dann für unsere Attentäter. Dass wir wenigstens nur so ein, zwei Attentäter hier haben, die wenigstens hier die Attentäter von den Ungarn-Typen ausschalten. Okay, das könnte jetzt schwieriger werden. Ach, du Kacke. Automatisch habe ich immer noch ein besseres Gefühl bei. Ja. Zitadelle regelt. Es ist einfach wegen der Zitadelle. Das hätten wir sonst schon tausendmal verloren. So, greif's von hinten an. Würde auch nichts bringen, weil das haben wir so oder so. Außer kommt jetzt eine richtig dicke mongolische Armee. Aber das glaube ich nicht. Ist unloyal. So, dann schauen wir jetzt mal hier unten. Jetzt haben wir hier kurz ein bisschen Luft und das müssen wir direkt nutzen. Und man sieht auch lustigerweise direkt mal, wie wenig Truppen wir nur herstellen können, weil die ganzen Gebäude kaputt sind. Schnell, schnell, schnell aufwerten alles. Jetzt waren so überall. So, hier. Darf ich? Warte. Wahrscheinlich zu viel, ne? Ja. Warte. Ah, wunderbar. Perfekt. Da ist die Linie. Du kannst dann einmal nach Jerewan gleich hochgehen. Ich können wir eigentlich zermürben hier irgendwo. Ist doch egal. Also du hast nicht so gute Truppen jetzt. Wir können damit... Komm, auf schnelle Welle machen wir Gaza weg. Weil Gaza ist eine Zitadelle. Die braucht nicht viele Truppen, um zufrieden zu sein. Und wenn wir mit der Armee Jerusalem einnehmen, dann gibt es halt direkt Stress. Dann machen wir das nicht. Wir deswegen uns einmal schnelle Welle. Hier werden wir ausradieren, damit wir da keinen Stress mit den... bei der Bevölkerung haben. Geld passt ja gerade sowieso. So, zack. Ansonsten passt das alles. Ich wollte Attentäter ein paar herstellen. Das machen wir. Drei Stück reichen, denke ich. Haben wir da oben eine Hexe, ne? Na komm. Ach du, die belagern ja auch schon. Hallöchen, der Herr. Geh mal da links lang, bitte. Das ist sicherer für dich. Geht ab. Aber gut, Vilnius hat noch alles voll. Vilnius ist voll. Bereiten wir uns auch drauf vor. Hier auch. So. Vier Truppen noch. Das wird so. Ja, die kommen hoch. Guck mal. Guck mal einer an. Statt mal so easy Kaffer wegzunehmen, Digga. Da kommen sie nur zu uns. Selbst hier greifen sie Halytscha oder. Ja, gut. Halytscha können sie gar nicht belagern, aber. Mann, Mann, Mann. Nun gut. Die Maure wartet netterweise. Ist ja immer lieb, sowas. Nein! Natürlich, natürlich, der nächste General. Natürlich. Aber weißt du, was ich mit denen jetzt mit dir mal machen? Was ganz speziell ist. Du gehst nach Toledo, kriegst natürlich auch eine eigene Armee. Aber wir schicken die erste Armee jetzt zu den Azteken rüber. Weil ich mache das ja normalerweise immer so, dass ich immer eine riesige Flotte fertig mache und dann einfach eine riesige Invasion mache dort. Und wir werden das aber folgendermaßen diesmal machen. Wir werden eine Invasion starten, eine große.
Aber ich möchte gerne eine aztekische Stadt erstmal einnehmen, die halt schlecht geschützt ist, und mich mit einer Armee verbarrikadieren, mit der hier. Mit Kolbein von Anz. Der soll sich da einfach verbarrikadieren, um mal ein bisschen auszutesten, ne, wie die einfach Städte angreifen. Einfach nur, weil es mich auch interessiert. Junge, geh doch weg. So, Tripolis Aufstand. Feuer. Ja, dann geh sonst nochmal kurz rein. Bis sich die Stadt da ein bisschen beruhigt hat. Das ist Saloniki, wir kommen. Haben wir dann nächste Runde auch. Und auch hier sind wir kurz davor, fertig zu sein. Du machst den weg. Zack. Ein Mann verloren und du hilfst jetzt hier mal mit. Wenn wir nochmal eine große Armee der Papst starten, wäre auch gut, wenn wir die nochmal wegmachen. Ich glaube, Prag hat viele Truppen. Lass uns auch was wegnehmen. Da bezahle ich doch nicht. Zack. Wunderbar. Du bist auch jetzt voll. Wobei, ich habe gesagt, ne, wir holen uns noch einen Söldner, aber den kann ich mir nicht leisten. Wobei Landsknechte echt nicht schlecht sind. Aber gehen wir gleich zurück und holen einen Landsknecht oder so. Oder so, zack. Aber die einfach mal da was ab. Einfach mal was abgreifen. So, dann haben wir das aber alles, glaube ich, jetzt wieder gemacht, diese Runde. Next round. Ach stimmt, die wollten wir fortbilden. Ich bin auf jeden Fall voll auf der Höhe. Ich glaube, Templerorden gehen hier nicht. Nur halt da, wo halt auch dieses eine Gebäude für ist. So, dieses Ordensgebäude halt. Okay. Der Rest wieder sauer. Ein alles. Okay. Okay, oh gut, ich dachte tatsächlich, der greift jetzt an. Aber du hast die Hexe. Ja, ich weiß, müssen wir auch gleich mal die Hexe weggemacht hat. Ah, es passiert gerade so viel. Timurin auch ganz wichtig jetzt gleich. Okay, sie kommen tatsächlich. Aber nur mit einer Armee. Christopher von Haderslev. Seine allererste Schlacht und dann auch noch hier gegen so einen Feind. Ich glaube tatsächlich, eine automatische würden wir verlieren. Und ich sage auch so oder so, machen wir jetzt eine Echtzeitschlacht, weil es halt die Timuriden sind und die erste große Armee halt. General haben sie nicht dabei, sondern nur einen Hauptmann. Aber guckt euch mal diese perverse Scheiße an, ja. Haha, Junge. Die Truppen, Alter, die werden so verängstigt sein. Oh, Alter. Nee, Alter, da, ich würde so oft desertieren, da glaubt mir aber mal hier. Ich kämpfe doch hier nicht für irgendeinen Typen. Zumal dem das, Alter. Wenn sowas vor deinen Toren steht, dann hast du einfach keine Lust mehr. Und das sind Artillerie-Elefanten, die kriegen die Scheiße auf, wenn sie wollen. Gar kein Problem. Folgendes, also es bringt hier nichts, mit Kavallerie draußen rumzulaufen. Ich erzähle euch auch, warum ich das vermute und eigentlich auch mir sehr sicher bin. Ich habe das ja letztens einmal gemacht bei der Belagerung, das hat dann auch geklappt, obwohl es auch knapp war, dass ich die Kavallerie nicht in den letzten Ring geholt habe, sondern hier rundherum laufen lassen habe. Klappt, wenn du hier, weiß ich nicht, am Tor stehst und dann ein Sandwich von mit der Kavallerie. Aber die KI ist beim Angriff immer ein bisschen merkwürdig. Die schicken nicht alles direkt hier rein, sondern nur so wellenartig. Das heißt, das ist schwierig. Zudem sind die Gegner so stark und auch so krass von der Moral einfach, dass unsere Truppen wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden fliehen würden. Und es wird, der Angriff wäre doof. Mit anderen Worten. Wir verziehen uns. Erstmal automatisches Schießen aus. In den letzten Ring und warten tatsächlich einfach den großen Ansturm ab. Ja, genau so machen wir das. Ja, warum kann ich den nicht bewegen? Jetzt geht's. So. Pikeniere haben wir leider nicht so viele dabei, auch wenn das für die Elefanten sehr wichtig wäre. Das Ding ist, die können halt auch das hier aufspringen, theoretisch, ne? Sie Artillerie-Elefanten. Sonst haben sie keine Artillerie, haben ihren Rambock vorne platziert. Die werden ja halt dieses Zeug aufkriegen, sind wir ganz ehrlich. So. Ja, wie gesagt, wir verbarrikadieren uns hier und hoffen einfach auf das Beste. Dann folgendes. Machen wir kurz erstmal zu 3, damit ich hier eine Übersicht habe. Dann hier Truppen hin, die wir halt auf die Mauer noch. Aber was anders. Für eine gerade Linie. So, und hier drüben machen wir auch nochmal welche. Einheiten hin. Okay. Ich war noch nie so nicht bereit. So, ihr stellt euch hier vorne hin und ihr geht dann auf die Mauern rauf, wenn denn der Bedarf ist. Wenn es halt sicher ist auf den Mauern. Und dann die Kavallerie.
Wir haben nicht so wenig Truppen da. Also das kann man mal so sagen, aber es ist halt... Gegen was wir da antreten müssen, ist halt so eklig. So, Leute. Ne? Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall einen kleinen Cut, weil die werden das mal ein bisschen brauchen. Wir können vielleicht kurz schauen, ob sie schießen. Gucken wir vor. Okay. Der Rambock kommt. Immer auf der Karte. Das heißt, der Theorie schießt nicht. Dann meinetwegen. Lass sie reinkommen. Wobei, kommen die Elefanten überhaupt rein? Die Elefanten kommen nicht so durch so ein kleines Tor. Da muss schon die Wand aufgesprengt werden. Könnte unser Vorteil sein. Weil die Elefanten dürften ja eigentlich nicht durchkommen. Lass mal kurz schauen. Die müssen dann sich ihren Weg erstmal freisprengen, was halt geht theoretisch. Die haben halt Artillerie. Genau, kommt mal. Wir ziehen tatsächlich gerade fast alles mit. Wie es aussieht. Und stell dir, dann bist du hier so eine Einheit, ne? Kein Bock. Kein Bock. Direkt kündigen, Alter. Behalt deinen letzten Monatslohn. Ich gehe. Alter. Ist das nicht lustig? Alter, was für Massen aber auch reinkommen. Es sind so gute Truppen einfach. Wir werden tatsächlich selber ein bisschen überlaufen. Sterben die dadurch eigentlich? Oder kriegen sie Schaden? Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist keiner gestorben dadurch. Obwohl ein Elefant rübergelaufen zu sein scheint. Okay, die kommen tatsächlich durch die... Ich war mir tatsächlich kurzzeitig nicht sicher. Ich dachte, das geht nicht. Aber never mind. Dann geht's. Ja. Also die werden halt langsam immer weiter vorankommen. Wir müssen halt nur hoffen, dass die Elefanten Amok laufen und ihren eigenen Truppen zerstören. Mit anderen Worten, kleine Cut. Wir sehen uns sofort wieder. So, folgendes. Der Rambock steht tatsächlich jetzt hier vor der zweiten, vom zweiten Ring, aber der macht nichts. Der steht ja schon eine ganze Weile jetzt. Ich schicke jetzt gerade meine Bogenschützen mal dahin. Damit sie da mal ein bisschen was machen. Hoch da. Schauen wir es uns einfach mal an. Hm. Was wir da jetzt so also, zaubern können. So, ich würde mal sagen, eine ordentliche Salve einfach mal. Mal gucken, was passiert. Na? Feuerpfeile sind ausgestattet, aber irgendwie. Hallo? Also die Türme schießen aber die nicht. Wobei es immer mal so. Nochmal aufstellen. Jetzt schießen. Was ist denn gerade hier los? Oh Gott! Runter, 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 runter. Ich weiß nicht, warum sie nicht schießen, aber da spüre ich doch die Kanonen schon. Ich glaube, wir waren einfach nur zu nah dran. Alter, habe ich mich gerade... Habe ich mich erschrocken. Alter Falter. Mal das Tor auf. Irgendwas. Geht ja nicht voran. Und wir können natürlich weiter abknallen. Geht natürlich auch. So, hier drei Türme sind besetzt. Zack. Nach und nach zerstören. Aber ich glaube, der zweite Rambock ist schon auf dem Weg, der dritte, ne? Ja, da kommen sie. Okay, never mind. Wir ziehen uns wieder nach hinten. Hat anscheinend kurz gedauert. Und wir sind anscheinend hier so nah wieder vor der, vom Tor, dass es nicht zugeht. Das geht gar nicht. So. Mit einem ordentlichen Schnell. Was machen sie denn da? Hallo? Oh, eine ganz ordentliche Linie bitte bilden. Danke. Na gut, da seid ihr ja wieder. Obwohl, ihr habt nicht mal geschossen, was ich nicht verstehe, aber gut. Leitern sind auch da. Haben halt den Rambock wieder jetzt genommen, aber... Und jetzt hat ihr auf die Mauern rauf. Auch das kommen sie nicht. Was machen die denn jetzt hier gerade nicht? Ja doch, Mauer... Ja doch, da sind die Leitern. Okay, never mind. Den Rambock benutzen sie nicht. Sorry, den haben sie da ganz jetzt hingeschoben, um nichts zu machen. Machen sie so das Tor jetzt einfach auf, ne? Das geht natürlich auch. Ja, da ist es auch. Und damit bewegt sich die ganze Bagage wieder. Alter.
So, tendenziell haben wir den Vorteil, dass wir halt hier verteidigen müssen hier und nur so in Anführungszeichen zwei kleine enge Tore. Meistens klappt das gut. Das habt ihr ja vielleicht schon gesehen bei der einen oder anderen Belagerungsschlachten, die wir geführt haben. Und ich höre die Elefanten schießen. Ja, General ein bisschen in Sicherheit bringen, bitte. Der darf nicht sterben jetzt. Immer so nah, wie es geht, an die Mauer ran. Damit du nicht so leicht getroffen werden kannst. Halte durch, meine Freunde. Es mag sehr beängstigend klingen, und das ist es auch. Aber ihr müsst durchhalten. Ja, ein paar Einheiten gehen down. Alter, guck dir das an. Guck dir das an, Junge. Okay, Bogenschützen. Da rauf. Geht mal auf diese Ecken rauf, die nicht kaputt gemacht werden können. Dann fangt man an zu schießen. Ihr habt die Erlaubnis. Gut ballern. Und da wird auch geschossen. Sehr schön. Am besten auch die Elefanten, damit wir die eventuell, wenn wir Glück haben, ein bisschen Richtung Amok ziehen. Damit hier durch die gegnerische Einheiten laufen. Das wäre ganz geil. So, die schießen ein bisschen zurück, aber ganz ehrlich, auf die Distance und sowas können die nicht viel machen. Die treffen uns da gar nicht. Kaum bis gar nicht. Aber es kann halt mal passieren, dass so ein Artillerie-Querschläger deine Truppe trifft, wie hier zum Beispiel. Das passiert. So, und was machst du jetzt mit der letzten, mit dem letzten Ring irgendwie? Ihr seid jetzt da, ihr schießt wie die Wilden. Der Rambok steht immer halt noch da quer vorm Tor. Der scheint verbuggt zu sein. Wir haben noch einen Turm, dagegen mit können sie aber nichts machen. Haben sie nicht noch einen Rambok gehabt? Wo ist denn der? Der? Hä? Wird auch nicht nach vorne geschoben irgendwo, ne? Ich hab ihn übersehen. Na, ist, ja gut, ganz ehrlich, ist für uns aber gerade ein riesiger Vorteil, hier ordentlich Schaden zu machen, allein durch die Türme. Gucken wir mal vor. Na, komm halt hier, ich würde die Leiter sonst wieder nehmen und auf die nächste Leiter, nächste Mauer oder so gehen, ich verstehe das nicht ganz. Ey, kommt da nicht rein, Leute. Lasst euch meinetwegen abballern, ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert. Natürlich jetzt ein riesiger Vorteil, dass die irgendwie ihren Rambock da nicht mehr bewegen können. Wir hatten noch einen zweiten, den habe ich doch nicht kaputt gemacht. Wo ist denn der? Hier steht nichts. Gehen wir mal auf Suche. Hatten die einen? Die hatten safe einen zweiten, natürlich. Aber ich weiß nicht wo. I don't know where. Das Ding ist, die mögen sich halt gerade ordentlich auf unseren Mauern auf. Und da haben wir natürlich jetzt gerade die absolute Vorteilsposition. Selbst wenn die alle sind, könnt ihr halt die Türme unendlich weiterschießen, bis halt theoretisch keiner mehr übrig ist. Ist natürlich eine lame Taktik. Aber ich würde die jetzt erstmal gerade noch so fortführen und gucken, was die vielleicht noch machen. Ansonsten öffnen wir hier gleich das Tor. Weil wir wollen ja auch ein bisschen Action hier haben. Was natürlich dumm ist, ne, das Tor jetzt zu öffnen. Wir können das einfach jetzt easy runterspielen, glaube ich. Aber das ist ja langweilig. Und das ist auch nicht so vorgesehen vom Spiel. Ne? Aber tatsächlich nichts mehr. Oh, mach weg. Gerne mal noch auf die Elefanten rauf. Würde hier schön Amok durch, durch die Armeen da laufen. Das wäre super. Warm, Junge, schießt. Ja, auch die schießen auch nicht zurück, muss man sagen. Ganz ehrlich, wenn sie über die Mauern schießen, die würden safe irgendjemanden treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Okay, wir gucken jetzt noch einmal, ob hier ein Rambok noch irgendwo unterwegs ist. Aber ich glaube nicht. Und dann ganz ehrlich mal die Türen offen. Das könnte natürlich jetzt der Untergang für uns bedeuten. Aber wie gesagt, das ist auch langweilig. Okay, dann machen wir die Tür auf. General, will wieder nach hinten ein bisschen. Stopp. Okay, wir haben die Tür offen. Hallo? Ihr könnt kommen. Hallo? Hä? Junge, das Ding ist oben. Muss ich wieder ein bisschen anlocken, ja? Muss ich hier richtig rausgehen?
Okay, jetzt haben sie es gerafft. Jetzt haben sie es gerafft. Ja, da sind sie jetzt. Okay, sie kommen rein. Na, endlich. Aber nur eine Truppe, ne? So, wir schließen hier ein bisschen auf. Mit rauf da. Let's go. Ja, weil die werden hier gerade schon gut abgemetzelt. Bisschen Unterstützung von der Seite. Keine Chance. Keine Chance. Bleibt stehen. Aber die, guck mal, die schicken auch nichts mehr nach. Die haben nur diese eine Truppe jetzt reingeschickt. Leute, ihr könnt jetzt rein. Ihr könnt reinballern. Zack. Warum macht ihr das denn nicht? Verstehe ich nicht. So, viele Pfeile fallen auch einfach gerade ab, sehe ich. Interessant. Immer darüber. So, wegmachen den Rest hier. Okay, 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 okay. Jetzt wissen sie Bescheid. Jetzt passiert's. Jetzt haben sie es gerafft. Er hat's gerafft, jetzt geht's los. Elefanten sind natürlich ein bisschen dramatisch. Heißt aber, hier werden sie nicht kommen auf der Seite. Das heißt rüber. Okay, 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 okay. Rüber. Rauf. Alter, Junge, 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 Junge. Na, wobei Armee 1 darf noch kurz warten. Ihr habt den Vorteil, dass ihr da irgendwie zu Armee 1 geht. Keine Ahnung. Gucken wir uns das erstmal an. Das Ding ist, wenn die jetzt Amok laufen, bin ich am Arsch, weil dann laufen sie durch meine Einheiten. Hauptmann haben wir, perfekt, wichtig. Ja, wir haben halt den großen Vorteil hier, dass wir halt alle durch dieses kleine Tor durchgehen, ne? Das ist unser gigantischer Vorteil wieder. Ja, wir schicken jetzt halt den Rest noch nach. Wichtig ist halt nur, dass wir jetzt nicht rausrennen, wie Idioten. Genau das meine ich. So, 4 platzieren. Wieder rein. Lass sie abhauen, ist egal. Rennt ihr so darüber? Ja, okay. Rüber, rüber, rüber. Ja, komm, dann geht halt kurz drauf. Ich möchte mich gerne neu drin mal formieren. Lass sie alle kommen. So, rüber. Auch die anderen bitte. So, schießt. Schießt. Da kommen die nächsten. Drauf. Erstmal nur mit der Infanterie. Guck mal, wie die ganzen Elefanten hier vor unseren Toren liegen. Keine Chance. Das ist richtig gut. Also es läuft sehr, sehr gut. Und dafür haben wir sogar noch denen jetzt die Tore geöffnet einfach. Ja, okay, die Pikiniere sind komplett weg vom Fenster. Wieder zurück in die Burg. Wie sie alle fliehen. Okay, was haben sie noch? Wir haben das hier noch an Truppen. Das haben sie noch. Auf dem Arm auch, die sind raus. Also die Armeen haben sie da noch. Und das ist noch das mitgefährlichste jetzt. Und das hier. Sollen sie reinkommen? Das lief bisher tatsächlich ziemlich gut für uns. Hier liegen sehr, sehr viele Elefanten. Muss man sagen, echt. Guck mal, fliehen auch direkt. Fliehen direkt. Bewegen sich dann aber nicht mehr, ne? Ich können wir jetzt aber dann uns den zweiten Ring wiederholen. Okay, die kommt zurück. Nice. Die Bogenschützen ballern gerade richtig krass rein, wortwörtlich. Stopp.
So, den Ring holen wir uns zurück. Ja, schießt doch, wenn ihr wollt. Und jetzt machen sie tatsächlich mal was auf, oder was? Ja, so, so. Weiß ich nicht. Nicht so konsequent. Kein Problem, wir sind bereit. Dann schieß mal. Yeah. Also es könnte schlechter laufen, in der Tat. Ja, komm und schießen. Aber allein, oh, guck mal hier, vorne Toren. Also bei uns ja, von uns liegt ja natürlich auch durchaus was. Klar, auch hier, guckt euch das an, dazwischen. Aber die haben ja wesentlich mehr Verluste erlitten. Okay, Tür ist tatsächlich offen, haben sie aufgemacht. Kein Problem. Tür vor allen Dingen, ja, genau. Wand ist auf. Wir sind aber bereit. Oder auch nicht, wenn sie da so hart reinballern. Ja, ich geh mal weg vom, von der Lücke da, bitte. Müssen wir dann einfach zur Seite stellen, bitte. Sollen die Gebäude kaputt machen? Ist mir egal. Wichtig ist, dass wir bereit sind dann, wenn es weitergeht. Leute, ihr solltet da hingehen. Come on. Wo seid ihr denn so schwer von Begriff, Mensch? Bin da. Ja, das ist halt die letzte Armee jetzt, ne? Aber die macht irgendwie nichts. Hier haben wir noch welche. Okay. Hol die mal kurz dann. Ja, fliegt direkt halt, ne? Bis auf die hier. Na, die holen wir jetzt auch nochmal schnell mit unseren Axtkämpfern, sind wir da wahnsinnig im Vorteil. Rauf auf die Mauern. Und schießt die Elefanten ab. So. Mit den letzten Pfeilen, die ihr da noch habt. Da solltet ihr wohl treffen. Sehr schön. Funktioniert also wunderbar. Und wir beschleunigen das mal ein bisschen. Let's go. Ja, gut für ihr, meine Freunde. I know, aber das schafft ihr schon. So, mitkommen. Verbände das nochmal. Und die, ja, aber die fliehen ja nicht wirklich. Die sind nur da hinten abgehauen. Ja, fliehen, okay. Die sind futsch. Let's go. Komm, beendet das jetzt hier. Zack. Oh, sehr schön.